Willkommen zurück zu GTA Online. Was für ein Ding? Uiuiuiuiui. So, ja, was ist ist ja nicht mehr lange, ne? Jetzt in Kürze kommen ja die Heists. Angeblich. Sollen ja die Heists kommen, so, ne? So angeblich so, ne? So, ja, ne? So eventuell. Ja, bin ich ja mal gespannt, ne? Es stand ja jetzt sogar schon in den Ladebildschirm teilweise, dass die Heists am 10. erscheinen. Das heißt, dass wir bald aus diesem Teufelskreis hier rauskommen und endlich wieder Action haben, richtig? Da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich dabei bleibt. Was ein süffiger Schuppen, ne? Ja. Die Scheiße, das patchen die in 100 Jahren nicht. Das ist immer voll. Das geht nicht weg. Das wird lustig. Du. Sauf nicht so viel. Terror-Eller halt. So, wir gucken mal. Naja, schnappt dir diese Fahrzeuge. Basisarbeit. Haben wir schon mal gemacht, meine ich. Martin hat immer coole Jobs. Hello, friend. Hello. Can I help you with something? Absolutely. I will be in touch. So ein Traumhaus hier, ne? Puh. Was? Guckt euch die Bude an, aber Hauptsache hier steht so ein fetter Wagen. Kurze Lunte. Dann noch ein dicker Jeep. Und dann noch so ein kaputten. Na, gucken wir mal, ne? Du musst für mich eine Importoperation im Hafenviertel aushebeln. Die treiben sich an den Werften rum. Dort schaltest du sie aus. Und suchst dann in den Büros nach ihrer Ware. Wenn du sie hast, kannst du eins ihrer Schmuggelboote benutzen, um sie zu meinen Leuten an der Küste zu bringen. Dann wirst du bezahlt. Warum auch nicht? Ich stehe drauf. Ja, man hat nur Musik. So. Kommt mal rein. Kurze Lunte, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe die noch nicht gemacht. Lass uns mal überraschen. Ich bin sowieso ratlos, wie ich dann mit den Heist anstelle, crewtechnisch. Da Weed ist ja doch noch nicht am Start bis jetzt. Schauen wir mal. Sieben Kilometer. Das ist ja ein Stückchen. Kleine Spritztour davor, warum auch nicht. War klar, dass der abbiegt. Hab ich mir doch irgendwie gedacht. Die
diese Musik, ne? Usch. Mal gespannt auch, wie lange wir Spaß an den Heists haben. Jetzt sollen ja insgesamt angeblich über 24 Stunden Spielzeit sein oder mehr oder weniger, weiß ich jetzt gar nicht. Soll auf jeden Fall nicht wenig sein. Bin ja mal gespannt. Vielleicht sind einfach nur teilweise so übertrieben schwer gemacht, dass es länger dauert. Ja, leck du ruhig mal. Schade, ich dachte, ich komme hier irgendwie. Ja, das ist wieder Edda-Modus. Habt ihr gesehen, wie der sich überschlagen hat? So richtig durch den Aufwind weggeflogen. Das Fahrverhalten hat sich sowieso ganz leicht dezent verändert. Nur ein bisschen von den Fahrzeugen. Kommt mir jedenfalls so vor. Ich glaube, das ist einfach schön. Ich fahre dem Navi hinterher. Wenn ich jetzt hier die Hauptstraße lang per zum gleich erst links. Immer dieses Glück. Navi ist manchmal richtig behämmert hier in dem Game. Oh, Glück gehabt, du. Gerade so eben, ne? Der Zug der Zerstörung. Damit haben wir ja Spaß gehabt im Editor. Oder haben wir das überhaupt schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Nee. Wir haben das noch gar nicht gemacht. Ich habe da letztens rumgespackt wie so ein Behinderter mit dem Zug. Obwohl... Ich glaube... Wir haben die Mission doch schon mal gemacht, oder? Nee. Ja! Mein Essen ist fertig. Der packt die Waffe eiskalt weg. Doch, wir haben die Mission, glaube ich, schon mal gemacht. Sicher ist sicher. Hä, ist das hier nachträglich eingefügt? Wieso brenne ich? Hä? Das sieht hier alles so zugestellt aus, dann ist alles bearbeitet. Mann, wie episch wäre das denn? Was war denn? Alter, was geht ab? Hä? Die Steuerung ist gerade einfach nur seltsam. Peil da gar nichts mehr. Ist der eigentlich behindert? Da klettert er echt da hoch. Ist der eigentlich behindert? Ist der super behindert? Alter, ich hasse schon wieder die Steuerung. Meine Fresse, ey. Hä? Ist hier irgendwas kaputt? Der ist oben auf dem Dach oder was? Komme ich hier nicht mehr raus, oder? Ach, hier kann man... Alter, oh mein Gott, jetzt stecke ich hier drin fest, oder was? Ey, ist halt euer Ernst? Kann ja wohl nicht sein. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Vor allem dieses Lager, da war ich noch nie drin.
Deren wird die aushalten. Die Mission haben wir aber glaube ich noch nie gemacht. Headshot, Bitch. Der fällt... Guckt euch das mal an! Ich fall da drauf und das ganze Boot macht hier voll... Alter, guckt mal die Wellen und so. Alter, irgendwas stimmt heute im Game nicht. Heute ist doch irgendwas kaputt hier. Wie, sind wir nur drei? Den wollen wir ja auch mitnehmen. Wo muss ich denn hin? Ah. Mal am Flughafen vorbei. Der Wellengang ist auch jedes Mal schrecklich in GTA. Man ist nur am Fliegen mit dem Boot. Die nicht auch mal einen Tag hier irgendwie seichtes Gewässer haben? Nein. Sieht nur aus, als wenn hier der übelste Sturm reinbricht. Wieder nur am Meckern heute. Was war das? Alter, die fliegen besser als Flugzeuge, die Boote. Das war so klar, dass wir hier wieder Besuch bekommen, ne? Wäre so geil, wenn wir selber Missionen erstellen könnten. Diese Wellen! Guckt euch das an, was ist denn heute los? Ohne Scheiß, das kommt mir alles so fremd vor. Das hat sich alles... Die Wellenstruktur allein schon, ne? Entweder habe ich zu lange kein GTA Online jetzt durch die Pause gezockt. Und hab voll die Paras. Oder die haben hier ein bisschen was geändert. Guckt den an, wie hoch die Wellen sind. Die gehen ja bald da oben an der Decke, du. Die gehen ja bald drüber. Ist ja krass. Die Mini-Pistole ist scheiße, ey. Die halten so viel aus, die Typen. Meine Fresse! So, Arschloch. Nerv nicht. Geht doch. Ohne Kack. Das Meer ist heute wellentechnisch auch echt heavy. Naja. Das ist halt GTA, ne? Immer wieder für eine Überraschung gut. So. Haben wir es überstanden. Merkwürdig, echt merkwürdig hier. Unfasslich. Ja, mit der Patte in der Tasche verabschieden wir uns dann in die nächste Folge. Wir gehen erstmal in den freien Modus. Also, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und yeah. Ja, bald ist es soweit. Die heißt's. Ja, ciao, ciao.